Selb ist Rosenthal, Rosenthal ist Selb. Das Problem ist ja jetzt das, was die Menschen haben, dass wir vor starken Veränderungen jetzt stehen. Entlassungen werden wahrscheinlich nicht zu vermeiden sein. In Selb kommt man einfach nicht am Porzellan vorbei. Vieles dreht sich hier rund ums weiße Gold. Und das ist im Stadtbild an vielen Stellen nicht zu übersehen. Selbst der Weihnachtsbaum trägt Porzellan. Von Rosenthal, einem Unternehmen, das in eine tiefe wirtschaftliche Krise gerutscht ist. Es ist nicht die erste, aber eine, die dies selber nachdenklich macht. Das ist schlimm für Selb, würde ich sagen. Es ist eine Traditionsfirma und ja, die gehört zu Selb dazu. Wahrscheinlich an der Führung fehlt das Interesse überhaupt an der ganzen Firma, die da jetzt es zu bestimmen haben. Ne? Es wäre schade, wenn das alles, sagen wir mal, den Bach runtergehen würde. Wir hoffen, dass doch noch gut ausgeht. Erst vor wenigen Monaten hat der traditionsreiche Porzellanhersteller mit seinen Werken in Speichersdorf und Selb gut 100 Stellen abbauen müssen. Doch die drastischen Einschnitte reichen offenbar nicht aus. Die Umsätze seien das zweite Jahr in Folge um rund 30% gesunken, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Unternehmens. Denn vor der Kamera will man sich derzeit nicht äußern. Als Gründe für die rückläufigen Verkaufszahlen werden ein geändertes Konsumverhalten sowie eine veränderte Marktsituation bedingt durch Kriege, Inflation und andere wirtschaftliche Faktoren genannt. Auch die hohen Lohnkosten in Deutschland würden die produzierenden Unternehmen erheblich belasten. Dennoch ist man zuversichtlich, Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen zu können. Unsere Eigentümer, die italienische Arcturus Group, haben bisher viel in Rosenthal investiert und glauben an die Marke und an die Menschen, die für sie arbeiten. Und wir wollen alles in unserer Macht Stehende tun, um auch weiterhin in Deutschland als Produktionsstandort zu investieren. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man auch hier in Oberfranken mit Porzellan Geld verdienen kann. Hoffmann ist bei den Mitarbeiterversammlungen mit dabei gewesen, als den rund 600 Beschäftigten an beiden Standorten verschiedene Szenarien von der Geschäftsführung vorgestellt worden sind. Neben einer möglichen Insolvenz sieht ein Szenario vor, dass die Produktionen in Speichersdorf und Selb schließen und nur noch der Vertrieb und ein Teil der Verwaltung bleiben. Damit würde ein Großteil der Beschäftigten den Arbeitsplatz verlieren. Ein weiteres Szenario könnte sein, dass nur noch an einem Standort und in einem kleineren Rahmen produziert wird. Zudem müssten die Mitarbeiter auf einen Teil ihres Gehalts verzichten. Aber auch hier würde es Entlassungen geben. Was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, dass dann aber auch, wenn dieses Szenario 3 zum Tragen kommen würde, es so aufgebaut und strukturiert ist, dass wir nicht in 2 oder 3 Jahren wieder an dem Punkt wären, um über Arbeitsplatzabbau und dergleichen zu sprechen. Also der Arbeitgeber hat den Job zu machen, dann auch etwas auf den Tisch zu legen, was auch nachhaltig ist. Unterstützung für Rosenthal, die verspricht die Politik. So will man seitens der Stadt den Betroffenen bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz helfen. Zudem sei man in Sachen staatlicher Förderungen in engem Austausch. Wir haben viele Gespräche geführt, sowohl vor Ort, aber natürlich auch auf Landratsamtsebene. Und es ist vor allem auch so, dass Ministerien mittlerweile eingeschaltet sind, sodass man davon ausgehen kann, dass es eine hohe staatliche Unterstützung geben kann und damit auch einen hohen politischen Hintergrund gibt, wenn es darum geht, jetzt hier auch wirklich zu unterstützen nach Kräften. Wie die Zukunft von Rosenthal aussieht, wird sich voraussichtlich Anfang 2025 entscheiden. Bis dahin will die Geschäftsleitung Gespräche mit Gewerkschaft und dem Betriebsrat führen. Ein richtungsweisendes Datum wird aber schon einmal der 28. November sein. Dann will die Gewerkschaft ihre Mitglieder befragen, ob man prinzipiell für einen Gehaltsverzicht bereit wäre.